Für die, die im letzten Stream nicht dabei waren, durch den Ehrenbruder Twitch-Chat wurde mir die Rani-Questline erklärt. Und dann kommt man unter der Akademie auf diesen Berg drauf, wo man anders nicht draufkommt. Und ja, Rani tötet dann die Finger. Die Finger sind ja so mäßig wie soll ich sagen, so die Gottheit, die angebetet wird. Und wir haben jetzt quasi ein altes, alternatives Ende. Bestes, prima, Kuss auf die Nase. Lächelndes Dank. Gesicht, no homo. Danke dir für die Donation, Brudi. Es gibt wohl drei Enden. Und ein Ende ist wohl, dass man sich den Fingern anschließt. Ein Ende ist, dass die Finger tot sind. Und noch ein Ende, was ich nicht kenne. So, und das letzte Mal hat uns hier der Wolf verdroschen. Ist ja auf dem Pferd viel leichter, Alter. Der hat mich so verprügelt das letzte Mal. Oh, nevermind. Das fängt ja wieder super an. Egal, ich habe meine Runen. Bro, er ist so irre. Einfach so stellen die einen... Warst du schon im Brunnen am Seofra? Ist im Anfangsgebiet beim niederen Baum. Lohnt sich hinzugehen. Erstmal danke für die 20er Subbomb von Ehrenbruder Dark Light Knight. Alert schallert gleich. Beim Brunnen am... Donation und danke für den dicken... Für die dicke Subbomb von Dark Light Knight. Danke dir, mein Bester. So, jetzt nochmal dahin steppen und nicht sterben, dass die Runen weg sind. Hier ist wieder ein Drache. Der Chat meinte, die Drachen hier spawnen wohl. Die Drachen hier spawnen wohl nach auf der Insel. Deshalb machen wir hier einen ganz bescheidenen Sneaky-Boss. Was sagst du zu Demon's Souls? Auch ein Baba-Game. Ein sehr, sehr schönes Game von der Grafik her auf der PlayStation 5. Kompletter Platin-Run ist auf meinem Story-Games-Kanal schon oben. Kam die Tage der letzte finale Part hoch. 16 Parts sind es geworden. Oder so nasenbluten da jetzt in den Tod zu fallen. Meine Ex war auch ein Drache, yep. Tommy, danke für deine 10 versteckte Subs. Vorhin hat mir jemand einfach bei Instagram geschrieben, yo Diggi, warum hast du gestern nicht gestreamt? Dann hatte ich so viel Langeweile, dann musste ich mich mit meiner Freundin beschäftigen. Bruder, so Lachfleisch geschoben, dass mir das Handy aus der Hand geflogen ist. War zwar ein ehrenloser Call von ihm, aber Bruder, habe ich mies gefeiert. Naja, so ist das halt. Solange wir unsere Seelen wiederbekommen. Oh gut. Bro, warum haut er mich diesmal direkt runter? Der gibt wahrscheinlich wieder irgendwie so 3000 Seelen nur oder so. Das ist immer so die Art der Spieldesigner, uns anzuspucken als Spieler. Yo, chill mal jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ja, sah ich doch. 5000 Seelen. Dafür, dass es einfach ein halber Miniboss ist. Ah, Schmiedsteinstufe 7. Dreimal. Schmiedstein Stufe 8. Dreimal. Schmiedstein Stufe 7. Dreimal. Okay. Lohnt sich wenigstens der Lachs. So, und jetzt hatten wir noch hier die Kirche oben offen. Wo wir wahrscheinlich... Obala, Entschuldigung. Wo wir wahrscheinlich wieder... das war wirklich ehrenlos. Wo wir jetzt wahrscheinlich wieder... drei Schildkröten fangen müssen. Finden müssen. Ja, Entschuldigung.
Suche drei große weiße Bestien. Erstmal Licht anmachen. Die dritte findest du nie, 20er Subbomb. Ja, ihr könnt mir gerne wieder helfen, Chat, damit wir hier nicht ewig lang rumsuchen. Sind es für die wieder Aktion die Schild? Gestern gibt's heute den ein oder anderen ehrenlosen Fall, dem mit Todkapperschen Apparate Schlaftricks Kuss kleiner als dritter. Schönen Abend an alle im Chat. Schwarzes Herz. Danke für die Donation. Viel Spaß hier beim Zuluschern. Fängt doch schon mal gut an. Noch nicht mal eine gefunden. Das eine Mal war die so richtig ehrenlos an der Seite versteckt. Zeige ich davon, dass No Way das Spiel auch zockt. Ja, finde ich natürlich Hammer, Digga. Gefühlt hat sich ja fast jeder Streamer darin mal versucht. Außer halt die üblichen COD-Verdächtigen, die gefühlt nur in ihrem Space da leider festhängen. Vielleicht probieren sie auch mal so ein Banger-Game endlich aus. Das kann nur gut sein für sie. Ja, Chat, okay, sagt mir halt, dass ich die letzte niemals finden werde. Ihr müsst ja dann warten. Ich finde nicht mal die erste. Ich finde nicht mal die erste. Also, Chat, send help. Ich will ja schnell weitermachen können. Ich soll ja drei finden. Ich habe noch nicht mal eine gefunden. An der Klippe, ja. Klippe ist groß, Chat. Offenheit für alle Games. Naja, ich gebe zu, Bruder. Bei anderen Games, wo so... Oh mein Gott! Bei anderen Games, wo Leute mich dabei haben wollten, wie beispielsweise, ja, was weiß ich, Pummelparty oder so, oder wieder viel Fortnite oder viel... habe ich überhaupt einen Spell? Fall Guys, genau. Da hatte ich dann immer nicht so Lust drauf. Tatsächlich mal einen Bogen auspacken, oder? Habe ich überhaupt einen? Ja. Golem Großbogen. Schwarzer Bogen. Wie geht denn das jetzt? Schießen. Noch nie geschossen mit dem Bogen einfach. Das hinsetzen. Ja, das war das erste First-Time-Bogen, Digga. First-Time-Bogen. Haben sie ja verbessert, ne? Die Bogen waren immer in so Soul-Games so, naja. Aber in dem sind sie echt nicht schlecht. So, Chat. Ist jetzt die nächste gespawnt erst? Frag nicht nach meinen Stats, Chat. Help me für die... Am Baum. Gestern extra Essen mit Schwiegermama verschoben auf heute fürs Stream. Jetzt kommt er einfach am Sonntag zur Ehrenlose. Gruß sorry, vom Bro. Bei Schwiegermam. Ja, moin. Grüße, wir gehen zurück, Diggi. I'm sorry. Guck wieder auf die Klippen. Sind ja hier wirklich in einem sehr krassen Late-Game-Gebiet. Von daher ist wahrscheinlich das Rätsel dementsprechend schwerer, ne? Sind auf der ganzen Insel verstreut? Nee, oder?
Beim im Norden beim Pferdesprung. Was meinst du denn mit Pferdesprung? Also, sind die jetzt nicht hier in der Nähe beim Turm, sondern irgendwo auf der Insel? Kanalisation müssen wir noch rein. Die sind gut verstreut. Ganze Insel. Nur einer beim Turm. Okay, Chat, dann schreibt mir, wo sind die anderen beiden, bitte. Beim Siegelgefängnis in den Luftstrom. Okay. Check mal doch mal ab. Und die dritte? Wie sollst du das alleine finden? Hab heute endlich nach 2 bis 3 Stunden gefühlt den Boss für das Langschwert, das du verwendest, getötet, hab 90.000 Runen bekommen. Danke für die Donation, Digi. Und ja, der Boss ist geil. Ich habe auch gehört, den trifft man. Ich habe jetzt den in Schlank getroffen schon und den in Stämmig. Und ich habe gehört, man muss die noch gegen die noch antreten in einem Doppelfight. Ich glaube in der Borg-Chat kann das sein, in dieser Borg. Jetzt holen wir uns erstmal die beim Siegelgefängnis. Ich habe mit Absicht Borg gesagt. Sind wir denn unterwegs? Sind wir richtig? Ich weiß es nicht genau, Chat. Ich weiß es nicht genau. Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage, Chat. Und zwar habe ich jetzt bei einem Streamer letztens einfach einen Boss gesehen. Den habe ich noch nie vorher gesehen bei irgendjemand anderem. Kann es sein, dass je nachdem, welches Ende man hat, ein anderer Endboss ist? Kann das sein? Nein? Sicher? Immer gleicher? Okay, weil den Boss kannte ich noch gar nicht. Das sah ähnlich episch aus wie ein Endboss-Fight. Der Fight. Richtig crazy. So. Und warum soll ich jetzt hier reinspringen, Chat? Was gibt's jetzt hier? Wie sah er aus? Ach, schwierig zu erklären. Sah aus wie ein Mensch auf Heiligschaden. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Nur ein bisschen reingeguckt. Ich wollte mir nämlich nicht auch mega spoilern lassen, ne? Soll ich in das Wasserding reinspringen? In der Luft ist die Kröte. Hä? Ist sie unsichtbar in der Luft oder was? Muss ich einfach in der Luft schlagen oder was? Mehr nach rechts. Ich sehe sie aber auch in der Luft nicht. Nur reinspringen. Aber hier ist nichts in der Luft. Ach, Bullshit. Du siehst sie nicht mehr wegen Reisen. Ach, muss ich sie dann erneut töten? Darf man nicht schnell reisen? Spawnen die dann vielleicht neu? Kann ja sein. Nee, die ist weg. Quest ist verbuggt. Sicher? Glaube ich nicht. Hätten die doch schon gefixt. Hey, Swarty ist da, Mann. Irgendwo das Swarty. Südöstlich am Vorsprung. Also hier irgendwo?
Ob es Sensen gibt? Ja, es gibt ein paar Sensen. Ja, Reaper ist der Sensenmann. Sollte vielleicht auch mal aufleveln. Unter den Ruinen, meintet ihr? Sitzt die da einfach irgendwo? Steht die da irgendwo rum? Also allein die an der Klippe unten finde ich schon sehr schwer. Sollst du das allein finden? Das ist wieder so, da musst du fast einen Guide angucken. Oh, du hast halt den Ehrenbruder Twitch-Chat. Aber ich glaube, diese Schildkröten hier sind ein Hinweis, ne? Die Schildkröten sind ein Hinweis. Hier ist alles voll. Ja, ich glaube, die Schildkröten sind ein Hinweis. Wo ist jetzt hier irgendwo? Ich habe mit der Rätseltafel gesprochen. Seid ihr sicher, dass die Quest verbuggt ist, Chat? Bei manchen? Was genau ist denn verbuggt? Dass die da nicht spawnt? Das ist natürlich ärgerlich. Sie ist nur mittags da. Ja, dann machen wir mal. Erstmal den Stufenaufstieg. Zeit vertreiben bis zum Mittag. Müssen wir halt leider nochmal hinlaufen. Ey, wenn da nicht irgendein Big Baba Bubu Item in dem Turm ist, dann war es das halt auch wieder komplett. Hey, Bubu. Das war's komplett. Kirito, wie man hier hochkommt, nur, glaube ich, als Teil der Questline mit der Zauberin. Ich weiß auch ehrlich nicht mehr, du musst dir die Streamaufnahme vom letzten Stream anschauen. Irgendwann im Laufe der Quest bin ich hier dann gespawnt. Ist jetzt überhaupt Mittag? Sieht irgendwie nicht aus wie Mittag, sieht immer noch aus wie abends. Die erste bleibt gleich. Aber die anderen beiden tauschen sich manchmal, oder wie? Hm. Na gut, wir sind nochmal da. Ich hoffe, sie ist jetzt hier. Nein, ist sie nicht. Oder ist sie unsichtbar? Würde ich ja auch gegen sie laufen, ne? Ich komme hier auch gar nicht mehr hoch wieder. Ja, komm, Chat. Dann scheiß drauf. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, Digga. Das finde ich schon wieder einfach whack. Solche Rätsel wirklich. Muss nicht sein. Muss man halt wieder ein Guide-Video anschauen. Ich finde es immer in Spielen so schade, dass man bei so vielen Sachen immer auf irgendwelche Videos zurückgreifen muss. Weil es halt einfach so pepega gemacht ist. Aber naja.
Scheiß drauf. So, wo wollen wir weitermachen, Chat? Wollen wir hier in der Magmaburg weitermachen? Oder beim Schneegebiet? Ich frage auch nochmal Ehrenbruder Swarty mit dem Untergrundlevel. Mit dem Untergrundlevel. Habe ich hier alles fertig? Ich habe den Boss auch in diesem See. Hier habe ich, glaube ich, auch alles. Hier müsste ich auch alles haben. Aber hier gibt es auch noch so ein Gebiet, Chat, ein Untergrundgebiet. Wie kommt man da hin? Das Gebiet fehlt mir noch. Dann fehlt mir noch das komplette Schneegebiet. Und ich glaube, über dem Schneegebiet gibt es auch noch das Tornado-Gebiet. Das fehlt mir noch alles. So, wir müssen jetzt noch ganz kurz die Saat einsammeln, die ich vorhin meinte. Könnt ihr mir da nochmal den Schnellreisepunkt für reinschreiben? Weil ich habe 4 Stück. Und ich glaube, ich kann dann nochmal meine Flask aufwerten. Weiß noch jemand, zu welchem Bonfire? 14 ist das Limit. Ich habe, glaube ich, 13. Ja, da habe ich das Limit. Hütte am Sturmhügel. Ah, ich wollte sowieso auch, Chat. Wartet mal. Ich wollte sowieso noch bei der Hütte. Hütte des Kriegsmeisters. Da spawnt ein Mini-Boss bei Nacht. Dieser Boss, der auch spawnt bei der Ehrenbruder-Schildkröte. Hier drin haben wir ja diesen Meister eigentlich. Jetzt ist er irgendwie gerade weg. Zeit vertreiben bis zum Nachteinbruch. Und dann spawnt da manchmal ein Miniboss, der nur bei Nacht auftaucht. Aha. Schon sehr stark, ne? Der kann nichts machen. Ah, jetzt wisst ihr auch, wo ein Miniboss bei Nacht spawnt, Chat. Dann kriegen wir Klangperle des Knochenhändlers. Gehen wir direkt ab. Ja, genau, Tafelrunde mit dem Samen. Genau, da müsstet ihr mir nochmal schreiben, wo die ursprünglich saß. Klangperlenhändler 1, eine Klangperle anbieten. So, was kann man jetzt kaufen? Kann ich jetzt die Knochen kaufen zum Craften quasi? Das flasht mich jetzt nicht unbedingt. Und die Questline mit dem Typ will ich heute auch machen. Da meintet ihr, muss ich noch in die Katakomben in der Borg. Und da gibt es auch noch einen Boss oder was. Das würde ich gerne auch jetzt noch machen. Also als erstes das Leuchtfeuer, wo der Samen liegt. Hütte am Sturmhügel, ha? Huh? Ja, Chat, ich sag mit Absicht Borg. Auf Monte angelehnt. Hier war sie doch, oder? Vielleicht habe ich den Samen schon. Doch schon. Wie riesig ist die Karte, bitte? Ja, das Spiel ist unglaublich. Und es gibt sogar noch Untergrundgebiete, ne? Und die sind auch riesig. Das sieht zwar klein aus, das hier, aber das ist nicht klein. Das Spiel ist so unglaublich, unfassbar riesig. Okay, Chat, dann würde ich gerne die Katakomben weitermachen. Was haben wir zu tun? Im Schloss, in den Katakomben. Wie kommen wir in die Katakomben? Und was hat es mit der Questline auf sich mit diesem roten Typ, der verseucht in der Tafelrunde sitzt? Straßenbalkon. Kenne ich nur zu gut. Den Spawnpunkt. Hast du die Saat jetzt geholt? Ich habe die wohl schon zufällig mal gefunden. Die lag nicht mehr da.
So. Weiß ich wieder, was ich gar nicht vermisst habe. Diese Ritter hier, ey. Die fucking Bastard, die einfach sind. Das gibt's nicht. Bruder, du machst hier gar keine Faxen, bitte. Digga, ich bin so sauer, Digga. Ja, komm, dann scheiß drauf, wirklich. Also diese Ritter. Und den habe ich, by the way, die Rüstung an. Ist auf dem Helm. Die sind einfach ein fucking Joke, Digga. Sag ich euch, wie es ist. So lächerlich, Bro. Wie tanky die sind, wie viel Damage die machen. Und wie viele von denen da einfach rumkriechen. Also durch den Brunnen in die Kanalisation. Hier? Ist das richtig oder gibt es noch einen anderen Eingang? Ja, den Boss Radan haben wir gemacht. Ich habe schon 4 Main-Bosse jetzt mittlerweile. Hier war ich aber noch gar nicht, lol. Mir ist Sackgasse. Es gibt 7, oder? Ich weiß nicht, 6 oder 7. Den Endboss zähle ich ja nicht mit. 6 Mainboss und dann spawnt. Also dann ist der Hauptboss, glaube ich, erreichbar. So müsste es richtig sein. Hier war ich, glaube ich, schon. Ah, hier ist auch noch ein Item. Wir machen jetzt das mit der Kanalisation und dann machen wir beim Haus von Vulkan weiter. Also hier oben. Hier oben möchte ich unbedingt auch noch das alles beenden. Wir machen alles, Chat. Alles, alles. Also hier ist falsch, meintet ihr. Port mich nochmal zum Straßenbalkon. Nochmal kurz bitte, kurz und knackig reinschreiben, wo der Eingang ist, Chat. Wie du als Anfänger schnell leveln kannst. Ja, Gegner töten, Bro. Guck mal, Jojo, wieder ganz witzig. Da, ein Tag, yalla. Wenn du nichts beizutragen hast, Bruder, dann schreib doch einfach gar nichts. Runter und dann rechts. Hier ist doch dieser Boss gewesen, oder? Hier war ich gerade. Welche Note ich dem Spiel geben würde? Eine 1. Ah, endlich mal wieder ein gesprungener Topf. Immer noch falsch, sagt ihr. Hier habe ich doch gegen dieses Baumviech gekämpft, ne? Andere Seite. Okay, andere Seite, sagt ihr. Andere Seite. Also da gehe, okay, dann hier, die Seite, ha? Huh?
Dann ist ein Item. Aha. Hier sieht richtig aus, oder? Ist ein anderer Kanal. Bro, what the fuck? Was geht denn bei denen ab im Film? Nein? Zurück durch den Brunnen. Ich weiß halt leider nicht, welchen Brunnen ihr meint. Okay, hier waren wir tatsächlich auch gerade. Okay. Hier ist der Drachenflügel. Oh nein, tot. Ah, doch nicht. Hier ist auch falsch, ne? Leiter hoch, dann rechts. Das ist schwer zu erklären, ja. Ist nicht so leicht, ne? Ist nicht so leicht für die Zuschauer. Ist halt die Frage, wann soll ich dann rechts? Och man, bitte nicht. Oh, Bro, du kannst nichts machen gegen zwei von denen. Nur mein Schwert kann die einfach richtig töten, Digga. Das ist das Einzige, was ich gegen die machen kann. So, aus jetzt. So ein kleiner Brunnen. Also ist quasi ein geheimer Eingang da nach unten, oder was? Ein geheimer Eingang? Muss ich hier wieder durch? Oder nur ein bisschen zurück? Sorry, dass ich gerade so lost bin, Chat, aber ich habe wirklich, das habe ich auch noch nie, also noch bei keinem gesehen. Im Stream oder so. Direkt nach dem Flügel runterspringen. Nach dem Flügel. Ah! LOL! Okay, das ist schon versteckt. Da ist schon versteckt, der Lachs. Aber hier war ich schon mal, Chat. Gab's hier ein Item oder so? Ach so. Hab nichts gesagt. Tipps für die Mondgöttin. Ja, in der zweiten Phase spawnen auf jeden Fall die Wölfe rein. Die Wölfe unterbrechen sie die ganze Zeit beim Zaubermachen. Und dadurch kannst du dann immer im Nahkampf auf sie einprügeln. Aber ohne Beschwörung ist sie schon schwer. Unterirdische Reservate. Oha, die Ratten sind tanky, Alter. Also wenn die Ratten einen Punch überleben, dann weißt du, irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind noch. Wir zählen immer noch als oberhalb. Viel Spaß da unten. Ah! Ach du Scheiße, sind die tanky. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Junge, Junge, in was für ein Gebiet habt ihr mich hier jetzt wieder reingelotst, ihr Lümmels und Schlimmels. Hä,
Spaßgebiet. Also die sind ganz schön hoch vom Level. Okay, kann man hier nicht aufmachen. Oh, das ist wichtig und richtig. Boah, ich kann die aus der Haltung schlagen. Nicht bei jedem Angriff, aber es geht. Außer wenn die anscheinend angreifen. Okay. Ich glaube, ohne ein Großschwert sind die auch wieder eher nicht so spaßig. Aber was spaßig ist, ist die 10er Subform von Alkaiton Chat. Lass mal ein paar Bomber steigen und ein paar Bomben regnen für den Bratan. Vielen Dank für die 10 Verschenken an die Community. Vielen Dank. Also das Gebiet habe ich auch bei niemandem bis jetzt gesehen, Chat. Bin ja absolut blind unterwegs in die Olga. Bitte nicht. Warum überleben diese Nuppenratten einen Schlag? Das kann nicht wahr sein. Paddy, danke auch für deine 10 verschenkten Subs, Chat. Ihr wisst, was ich zu tun habe. Lasst mal ein paar Bomben regnen für den Bratan. Vielen Dank für die 10. Ich hoffe, die 10 bzw. 20 neuen Subs bedanken sich bei uns beiden für die Sub-Ons. Und gerne mal nachluschen, Chat. Vielleicht ist der Twitch Prime Sub ready. Twitch Prime und kostenlos. Rein. Oh, scheiß drauf, Digga. Diese Blumen sind auch so lächerlich. Was die aushalten und aber geben an Runen, mies lächerlich. Alter, jetzt geht's hier aber wieder ab, Bruder. Alle reich. Danke für die dicke 25er Subbomb. Von Durchblick 98. Der hat einfach den finanziellen Durchblick, der Bre. Und deshalb ist er reich. Und ihr nicht. So sieht's aus. Danke für die dicken Zappung. Bro, wo bin ich jetzt hier schon wieder gelandet, Alter? In welchen Kanälen? Ey, ist ja alles voll, Mann! Geben dick Seelen und machen gar nichts. Ey, seid ihr verrückt jetzt hier? Hallo? What the fuck, Digga? Alter, Lukas Smiley. Alert kommt gleich. Die stacken sich immer ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Einfach mit einer fucking 44er Sub-Bomb. Was gibt's denn jetzt hier unten zu tun, Chat? Muss ich hier einen Boss legen, ein Item einsammeln? Mehr am Dödel rumspielen. Das sieht nicht gut aus. Dankeschön für die dicken Subbombs, Mann. Vielen Dank euch, Jungs. Okay, ich dachte, das wäre so ein Assassine. Hab die Platin im Elden Ring endlich durch. Ich freue mich schon auf Malenia. Die wird dich krass verprügeln. Muss Stoß, Digga. Ich freue mich auf jeden Fall auch mega, dass ich noch ein paar Endbosse habe. Beziehungsweise Mainbosse. Oh, das Gift! Oh, Mann, Digga! Dieses Gift macht so Damage. Also, das ist so ein geisteskranker Giftteppich, Mann. Ich glaube, das Viech habe ich schon mal irgendwo gesehen. Gegen das habe ich schon mal gekämpft. Das ist aber ein bisschen her schon. War ich hier schon? Oh, Digga, was ist los?
Hier war ich auch noch nicht. Upp. Oh, bitte nicht diese Viecher! Hallo! Mal wieder tankier als jeder Miniboss, der kleine Zwerg. Ah, moin! Ich glaube, hier gehe ich nicht weiter. Weil wenn ich tot bin, alle ruhen wieder, RIP. Oh, Digga, so erschrocken! Oh, die geben dick Runen, Digga. Ein Düsenjäger. Junge. Hallo, hallo, hallo! Bist euch. Hier oben ist ein Item. Guck mal, da wieder da dran hängt der kleine Hund. Kommt. Jetzt direkt abrutschen in den Tod, das sehe ich mich. Oh mein Gott. Nasenblut, Moment. Okay, lieber zurück. Domi, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs, Mann, Chat. Ihr wisst, was ich zu tun habe. Ein Yippie und eine Bombe. Was bringen die Runen? Zum Aufleveln sind die. Also ist quasi die Währung vom Spiel, um sich zu leveln und bei Händlern zu shoppen! Danke für den Hausmann. Der lernt schallern wieder. Okay, wo habe ich jetzt die Runen verloren? Domi, danke für die 5 verschenkten Subs. Und Bloody, danke für den Host. Schönen Abend an alle, wünsche ich. Zack. Jetzt muss man hier wieder aufpassen mit den Ratten. Dass die eine goldene Rune immer droppen. Ah! I see. Na, pass auf. Dann hast du dir mit den Falschen dich angelegt. Guck dir das an. Wie tanky willst du einen Gegner machen? Lächerlich, Digga. Wahrscheinlich sogar feueranfällig und trotzdem macht man einfach gefühlt keinen Damage. Und was gibt's da? 5 Seelen oder so. Oh, 2000. Überlebt einfach mehr als ein Miniboss. Ah! I see, I see. Gehst du mal tot? Junge, Junge, Junge. Tankier als jeder. Domi, danke nochmal für die 5. Und Hardcore, vielen Dank für deine... für deinen T2-Sub. Gönne die 5 extra Emotes, Mann. Ich hab die noch nie gedingenst. Jetzt bist du aber weg hier. Ja, ich bin gerade in die Rohre gegangen. Ich will kurz hier luschern. Vielleicht werde ich es bereuen. Dann sind wieder die Seelen weg. Ah, guck, ein Item. Da oben sind wieder garstige Hände. Oh, Runenbogen! Runenbogen! Magic! Oh, ja, ja, ja. I see. Ah!
Hier! Lächerlich, Digga. Bro, das ist so shit, Alter, wirklich. Als ob ich direkt sterbe, Mann. Der Runenbogen ist wieder RIP. Alle Runen RIP. Gleich raste ich aus, Digga. Seh ich schon kommen. Aber da, ich hab die gar nicht gesehen, die Hand. Die haben sie richtig gut im Boden versteckt. Den alten, gierigen Griffelfinger. Junge, tankt der viel, ne? Das ist irre. Ja, Runen weg, Bogen weg. Da sehe ich mich doch. Das hier wieder für ein irres Gebiet, Mann. Ich dachte eigentlich, ich bin stark. Jetzt ist die Frage, mache ich hier weiter oder bei dem anderen? Ach, dass ich jetzt wieder die Runen weggeintet habe, Bro. Man kriegt schon so viele Runen. Intet man die trotzdem immer weg. Und dass der Runenbogen wieder F ist, das ist so ein Blower. So ein Blower ist das. Aber 300 Seelen für eine Ratte. So, die Blumen können mich jetzt mal am Arsch lecken. Hab 32 Runenbögen. Ja, schön für dich, Bruder. Ich hab 2. Wo war die Hand? Ich kann das mal hier flüstern. Ach da, man sieht sie ein bisschen. Seht ihr, Chat? Kann ich eigentlich irgendwie rausbaiten? Hallo? Hallo? Hey! Und gibt gut Seelen. Wenn ich jetzt auf dem Weg dahin nicht meine Seelen weginte, sollten wir fast wieder ein Level Up haben. So, die Typen ignoriere ich jetzt auch, glaube ich. Jedes Mal, die zu töten, dauert einfach zu lange. Auch wenn die echt gut Seelen geben. So, aufpassen auf die fucking Ratten. Oh, Digga, das kann doch... Eine goldene Rune. Schatz, was ist denn? Hä? Ja, ich werde von Ratten verprügelt. Hier, Stich. Jetzt habe ich einen Five-Head. Einen Five-Head-Move geplant.
das hätte nicht beim ersten Mal klappen können, oder was? Oh, oha. Nicht schlecht. Hä? Hier ist Sackgasse? Ja, moin. Einfach Sackgasse. Ach so, ah. Okay, das andere ist alles zu, ha? Huh? Also ernsthaft, Chat, wie tanky diese riesigen Blumen sind, kann ich gar nicht verstehen. Das ist die Questreihe von dem Typen. Ja, ja, der Chat hilft mir. Was genau gibt's denn hier zu tun, Chat, für die Questline von ihm? Außer hier halt das, weiß ich nicht. Muss ich irgendein Item einsammeln oder irgendeinen Boss legen, der mir dann Item gibt? Rede mal mit ihm, hab ich schon. Der schickt mich weg, also der will nichts. Mach mal Licht an. Ah, guter Call. Zack. Er gibt dir einen Schlüssel. Also muss man erst in die Katakomben rein und dann gibt er dir den Schlüssel oder was? Ich war hier noch gar nicht, Chat. Das ist das erste Mal, dass ich hier unten bin. Warum fällt die nicht runter? Unten steht er dann, wo du eben warst. Also muss ich jetzt mit ihm quasi reden, damit ich den Schlüssel von ihm krieg, um da weiterzukommen. Dann luschern wir mal hier noch kurz hier, wo es hier noch hingeht. Boah, wieder fast darunter gefallen, ne? Auf ehrenlos angelehnt. 44k. Schmeckt, ja. Schmeckt. Machen die Schnecken eigentlich irgendwas? Irgendwas kommt hier noch. Ist hier viel zu einfach gerade. Es bleibt meistens nicht lange so. Junge, ist das gruselig. Okay, auch ein One-Hit. One-Hit ist auch immer ein Zeichen, dass hier gleich irgendwas kommt, was nicht One-Hit ist. Hier waren wir, glaube ich, gerade auf der anderen Seite. Ne, hier waren wir gerade schon mal, oder? Moin. Und dann gibt es noch diesen einen Weg über die Rohre. Ach so, hier sind wir ja gerade gestorben. Ich erinnere mich. Junge, 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 was wieder für ein Gegner, Digga. Michael, den Command machst du jetzt mal raus, Digga. Muss jetzt einfach nicht mehr sein. Komplett entfernen den Command, brauchst nicht mehr mitzählen. Keine Ahnung, was das eigentlich soll. Willst du hier irgendwie mich ärgern oder was? Der bleibt. Nee. Eine Pain zu sehen. Also jetzt nochmal, Chat. Kann ich jetzt mit dem schon in der Basis reden? Ne, hier war der Sackgasse, ne?
Der Command hat jeden Elden Ring-Spieler. Keine Ahnung, ich habe den Command bei anderen noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mich einen Stock tiefer eigentlich fallen lassen? Oh, hier waren wir noch nicht. Okay, das Ding brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh. Digga, schon eklig, sage ich euch, dieses. Gerade wirklich, Chat, wo ich wieder in diesem Raum war, ich hatte einfach vergessen, dass dann das große Viech kommt. Einfach wieder vergessen. Bro, wo lang? Ach ja, wir sind richtig, weil unsere Runen in die Richtung liegen. Warum bleibt immer eine auf entspannt da oben hängen? Jetzt sind wir hier wieder richtig, ne? Okay, diesmal Chat. Diesmal gebufft in die Olga. Gegen so richtig starke Gegner muss ich mich buffen. Ich hätte da noch eine Frage. Wie kommst man in den Turm von Deonia? Hast du da auch so viel Sidequests machen müssen? Warte kurz, Brudi. Oh, seht ihr? Ein ganz anderer Schnack hier. Naja, du mich auch mit deinem Giftteppich. Mein Bild ist nämlich darauf ausgelegt, dass ich mich buffe. Sonst hätte ich die Stats anders verteilt. Oh, Geistertalie, Stufe 6. Deshalb, vor so richtig starken Gegnern muss ich mein Feuer und meinen Angriff und Verteidigung buffen. First try easy, ja. Dann gehen wir mal zur Tafel und reden mit dem Bre. Vielleicht gibt er uns den Schlüssel schon. Was brauchen wir für ein Level Up? 95k. So, was hast du gefragt? Turm von Lirunia. Zeig mal her, welcher Turm ist denn das? Ja. Bei dem Turm musst du die Questline von der Hexe im Turm machen, von hier. Von der Rannis. Und dann im Folge der Questline kriegst du so eine Uhr und die musst du auf dem Altar legen und dann dreht sich der Turm. Und erst dann kannst du die Rune erreichen. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. I asked you not to disturb. Be thankful of the hold serenity. It is all that keeps you. Okay, ist das jetzt der nächste Quest? Man braucht ein Item. Du musst die Todeswurzel abgeben. Die Todeswurzeln bei diesem Viech? Ich habe eine auf Tasche. Ah, du musst in die Hauptstadt, in das Gebäude gehen, was so aufgebaut ist wie die Tafelrunde. Das Gebiet, was so aufgebaut ist wie die Tafelrunde. Meinst du das Haus Vulkan?
Ja, Swarty, aber wo meinst du oben in der Stadt? Meinst du in der Stadt? In der Hauptstadt? Aber welches Bonfire? Da, wo die Tröten sind. Die Tröten weiß ich nur zu gut. Golf D, danke noch für die verschenkten Subs. Und gerade hat jemand gefragt, wie man mich supporten kann, wenn man das Spiel sich holen will. Einfach unterm Stream auf den Link klicken bei Instant Gaming. Da gibt es das Game aktuell auch für, glaube ich, 45. Gerne mich supporten, wenn du möchtest. Wisst ihr noch, wo wir 3 Hits für die gebraucht haben, Chat? Ah, die Zeiten sind lange her. Befestigt das Anwesen Erdgeschoss. Ich warte, was Ehrenbruder Swarty schreibt. Nach einer Kapelle ausschauen. Kapelle, Kapelle. Leider weiß ich absolut nicht, wo ihr meint. Kapelle. Außen beim Aufzug. Ich dachte tatsächlich, in dem Gebiet habe ich alles. Ach, hier vor mir, oder? Soll das die sein? Hier vor mir? Wie kommt man denn da rein? Da war ich noch gar nicht drin. Hab nie den Eingang gefunden dann. Leitermimeiter? Lol? Warum war ich hier noch nicht? Hä? Warum war ich hier noch nicht? Komisch. Fluch des Saatbeets. Das ist das Item, nehme ich an. Cheat. Krass, also ich bin echt von mir selber gerade ein bisschen verwundert, weil das war jetzt nicht so versteckt. Oh, hier ist noch eine Truhe. Okay. Ja, eigentlich hätte ich das Item schon einsammeln müssen, wenn ich ein bisschen hier gründlicher gewesen wäre. Aber ich glaube, weil ich, als ich das letzte Mal in dem Gebiet war, immer zu viel mit Sterben beschäftigt war. Hä? Achso, der hat geblockt. Also, danke mal wieder für die Hilfe, Chatterino Macarino. Finde ich sehr geil, dass wir hier alle Questlines noch beenden. Nach und nach, die ich beenden kann. Ah, hier sind wir, glaube ich, oben einmal auch weggestorben, wenn ich mich nicht irre. Oh, mache ich ein Damage? Das ist so schön. So krass, dass man die mit so einem schweren Jumpschlag nicht mal aus der Haltung schlägt. Das ist wirklich irre. So, jetzt muss ich wieder unten in die Kanalisation oder erst zur Tafelrunde. Ich check mal ab, ob er weg ist oder ob er mir jetzt was gibt. Bisschen selber rumprobieren ist auch noch wichtig und richtig. Was habe ich im Inventar noch an Runendingern? Guck mal, 2 große. Ah, von wegen 2 große. Obwohl... Status. Eine fehlt noch.
Ich würde so gern wieder einen Runenbogen ploppen. Ich liebe es, wenn der Runenbogen aktiv ist. Man hat so viel Ausdauer mehr und alles. Super nice. So. Mag er mich jetzt? Aha. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seedbed is ripe and waiting. Ist ja auch gut für die Zuschauer, dass man alles mal gesehen hat, ne? Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in this sewer jail below the capital. Mhm. What then the pox will truly be your own. Go and unshackle my trapped in this. I can kill then the pox will true. Okay. Eldenthron, Schlafgemach der Königin. Straßenbalkon, unterirdische Straße müsste sein, ne? Hab die Doni vor 20 Minuten gesendet. War immer noch nicht da. Dann ist was schiefgelaufen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Danke für die Hilfe nochmal, Chat. Das macht mega Laune, die ganzen Questlines zu beenden. Wir machen heute aber auf jeden Fall... Ich glaube, so viele Questlines haben wir noch gar nicht mehr offen. Ah, bevor ich es vergesse. Ich wollte unbedingt das Dungeon will ich nachher noch machen, wo die Figur hinzeigt. Den Dungeon. Und unter der Erde war doch auch noch jemand, mit dem wir sprechen sollten. Vor den Gargoyles. Da gehen wir auch noch kurz hin. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe 4 Main-Bosse. Ob ich fast durch bin mit dem Game? Also ich denke, das meiste habe ich mittlerweile gesehen. Aber das Spiel ist so groß. Also wir haben wahrscheinlich noch mindestens heute und noch wahrscheinlich 1 bis 2 Streams Content. Ohne dass wir was doppelt machen. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Das Spiel ist wirklich der Wahnsinn, wie groß es ist. Und ich liebe das Game dafür. Und ich bin auch noch nicht gezielt auf Platin gegangen, ne? Das heißt, da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Die müsste falsch sein. Hast erst die Hälfte. Na, das kann ich nicht glauben. Und klar, für Platin 3 verschiedene Enden. Das weiß ich, Chat. Hier ist Voisi. Zwillingsrüstung überreichen. Da. Wieso denn Wundertüte? Warum sagt man mir das nicht vorher? So, was hat es jetzt gebracht? Machen wir die Untergrundquest weiter. Raff dich, Bre. Reapers hat gestern Platin geholt. Ja, Bro. Der zockt doch jeden Tag 14, 15 Stunden. Der hat doch keine Freunde, Digga. No front, aber einfach eine Tatsache. Ich habe immer so das Gefühl, manche Viewer meinen das so auf Stänkerbasis. Oh, der und der Streamer ist schon fertig. Der und der Streamer ist schneller als du. Bro, sei doch froh, dass wir noch Content haben zum Spielen. Oh, ihr dämlichen Ratten, Alter. Ist nicht immer gut, der Schnellste zu sein. Gerade im Bett, ne? Ich werde den Lachs natürlich auch auf Platin spielen, aber ich lasse mir Zeit. Und ich bin so froh, dass ich eben noch nicht fertig bin, so wie viele Streamer. Ich habe auch hier und da mal
einen Tag nicht gestreamt, obwohl ich mega Bock drauf gehabt hätte. Darüber bin ich jetzt im Nachhinein sehr froh, weil ich halt einfach noch Content hab, Mann. Vor allem werden wir da nachher sowieso nochmal einen Run machen. Ich weiß nicht, ob ich ins New Game Plus gehe oder ob ich wirklich eine New Game starte für dann die allen anderen Enden. Oh, Digga, fast die Hand vergessen. Wie tanky die Hand trotzdem ist. Das für einer. Oh, we'll kill again. Just to be sure he'll be cooked. Okay, Chat, wie geht jetzt seine Questline weiter? Und sollte man den am Leben lassen? Ja, das ist der, der in der Tafelrunde ist, aber. Das ist sein echter Körper und das Rote ist wahrscheinlich eine Beschwörung. Ich habe ihn mitgebufft. Das war's ja komplett. Komplett das Mal-Set und Milos Schwert. Blutungseffekt. Boah. Ja. Gar nicht schlecht vom Look, die Waffe. Jo. Geiler Scheiß. Also die Active ist ja ultra sick. Wild. Du hast die Quest weggeworfen. Ach, keine Ahnung, Mann. Wäre die Quest trophäenrelevant gewesen? Wenn, dann RIP. Jetzt ist er hier weg. Jetzt ist er hier tot. Glaube, ich hätte ihn nicht direkt töten sollen. Huch. Egal. Der war komisch. Bruder, die Map ist so groß. Also bei dem Raum ging es jetzt nicht weiter. Das heißt, wir laufen jetzt da weiter, wo diese kleinen Steinfiguren sind. Vier Quest geht bei dem Ameisenuntergrund weiter. Jetzt machen wir erstmal hier den Kanal fertig. Und was hat es jetzt mit diesem Typen auf sich, dem wir gerade die Rüstung gegeben haben, der nur rumgestammelt hat?
Und was wir heute auf jeden Fall machen, Chat, ist oben bei der Burg weitergehen. Bei diesem Haus Vulkan heißt, glaube ich. Die sind so gefährlich, die kleinen Viecher. Ja, die geben schön Ressourcen dafür, dass sie eigentlich leicht zu killen sind. Ich meine, Düsenjäger. Schafft man den Sprung? Muss. Na komm, hoch. Gespaltene Sichel. Schmiedstein. Ah, noch ein Item, schau. Was macht denn der Bre? Hallo? Und tschüss. Schattenköder. Ein Zauber oder Wunder, ha? Huh? Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aha, guck mal. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Habe ich da irgendwo noch eine Abzweigung verpasst oder so? $30,000 schon wieder. Hier, Chat? Tot. Oh, Gott sei Dank. Oh nein! Die sind so gefährlich, die Viecher. Lass mich in Ruhe. Oh, nice Damage, Bro. Ja, zwei Stück, Digga, da habe ich ja Bock drauf. Das ist so lächerlich, wie tanky die sind. Der müsste jetzt Schmiedmaterialien geben. Aha, guck mal. Irgendwann lernt man es dann doch. Beziehungsweise konnte ich jetzt bei dem klar erkennen, dass es weiß, dass er weiß ist. Mox-Kette. Ist das der von gerade?
Ich hab nicht gedacht, dass es hier noch eine so große Kanalisation unten gibt. Schmiedsteine, schöne Ruhe. Vorhin hat doch einer gefragt, wo gibt's so viele, wo gibt's Steine Stufe 6 und 7? Hier unten in der Kanalisation, Bruder. Gönn dir. Dem Run noch eine Umskillung gibt? Nö. Bin sehr zufrieden mit meinem Bild aktuell. Ich hoffe, jetzt kommt hier demnächst mal eine Gnade. Okay, die sind nicht so tanky. Spawnen mal wieder neu. Ganz toll wieder. Aha! Heilig-Talisman plus 1. So komische kleine Schnecken, die wieder reinspawnen, beziehungsweise wiederbeleben. Stufe 11. Erstmal ziehen. Kann man jederzeit umskillen, wie man lustig ist. Naja, du brauchst so ein Item dafür. Namens Larventräne. Und wie du siehst, habe ich schon 10 Stück im Inventar. Ah, hier sind wir jetzt okay. Also du kannst schon ziemlich oft dich umskillen, ja.